Grüßt euch. Ja, ich wollte euch mein neuestes Fabrikat in Sachen Videostative zeigen. Und es steht da. Da steht es. Ein altes Stativ. Und dat Dingen. So, und wie das genau funktioniert, ja, das zeige ich euch am besten gleich. Also, ich habe zuerst, guckt man sich das Ding in den Hals, dann kann man die Kamera abheben. So, schalten wir auch mal ein. Jawohl. So. Einstellen. Okay. So. Und die Kamera läuft auch. Also wie ihr seht, das Ding hängt um den Hals. Und hier um den Bauch. Tierengriff. Und hier sind Unterstützungsfedern, dann wird es nicht ganz so schwer. So, und jetzt sieht man, wie die Kamera hochfährt und runterfährt. So. Ich weiß nicht, aber mir kommt es ziemlich stabil vor. Vor allen Dingen, man kann relativ einfach Schwenks machen. Ja, genau. Hier machen wir mal Stopp. So. Dann stellt man sie wieder auf das Stativ drauf. So. Steht die Kamera da oben. Schalte ich sie nochmal ein. Steht sie hier oben auf dem Stativ. Lässt sich auch frei drehen. Ein bisschen wackeln tut's. Aber man braucht sie nicht die ganze Zeit um den Hals tragen. Man kann sie zwischenzeitlich auch einfach auf dem Stativ stellen. Das Stativ ist mehrfach höhenverstellbar. Man kann damit auch noch richtig in die Höhe dann fahren. Ja, dann ist sie ziemlich weit oben oder eben auch dann eben tiefer stellen auf eine angenehme normale Höhe. Ja, Dreibeinstativ und eine alte Schreibtischlampe. Der Arm von einer Schreibtischlampe, ja. Ein paar Schrauben, ein bisschen Holz. Fertig ist das neue Steadycam-Stativ. Danke fürs Zusehen. Ciao.